Naturschutzgebiet. Was? Nationalpark. Weil hier leben irgendwelche oder kommen irgendwelche Vögel her, wie zum Beispiel Störche, die hier einen Zwischenstopp machen und fahren hier, sag ich mal, mit leicht überhöhter Geschwindigkeit quasi direkt durch den Nationalpark. Interview, kann ich mich ja quasi das ein oder andere Mal interviewen zwischendurch. Also wir sind jetzt auf dem Weg zum Meer. Wir wollen da dann ca. 20 Kilometer am Strand entlang fahren. Oh, jetzt muss ich mal kurz hier rausschwenken, weil hier kommt jetzt die weltberühmte Schlammlawine. Allerdings keine Schlammlawine war, sondern oder Schlammdurchfahrt, sondern war er, da hat der Betonmischer sich sauber gemacht. Ja, als er hier damals hier Zivilisation, als er die Wüste gebaut hat, genau. Ui. Jetzt wird es hier ein bisschen rutschelig. Man sieht, waren wir jetzt in einer vorgefertigten Spur und dann geht es einigermaßen. Guck mal hier drüben, da ist die Spur schon richtig schön breit gefahren. Mal da fahren wir uns, Franz. Da wird mir ja nicht so verkehrt. Ja, das ist schon wieder schön. Ja, die ist jetzt wie Beton. Schlimme ist, dass ich das, was ich gesagt habe, wieder bewahrheitet hat. Franz hat gesagt, das ist ein See. Vati hat gesagt, das ist ein Meer. Wer hatte recht? Na, Franz? Vati oder wer? Vati hatte recht. Der Strand sieht doch schön einladend aus. Da würde ich mir dann, sag ich mal, so einen chemikalischen Schutzanzug anziehen und dann würde ich da baden. Hast du gesagt, ich soll mich jetzt nicht deprimieren, aber du fängst nicht. Der Angler angelt zwei Tage und fängt den Fisch. Ja, so geht es mir. Stop! Repeat, Marshall. Repeat. Da vorne, oder? Weil sie da war, apparaat die Wut kam. Facile qu'on bouge. Facile. No problem. No problem. I make a turn. Thank you.
Leute, jetzt sind wir von Nouakchott los Richtung Senegal. Jetzt geht es ja schleppend voran, die Straßen sind katastrophal. Asphalt mit richtig tiefen Löchern und abgeknabberten Rändern. Total, immer so eine Durchschnittsgeschwindigkeit, wenn man es ja hat, wir von 20 km/h. Zwischendurch sind wir mal 50 gefahren, aber in der Regel sind die 20 km/h. Ein Team hat gerade einen größeren Schaden, deswegen stehen wir hier. Da ist die Ölwanne undicht geworden. Ja, ist leider das Team, was fast unser Namensvetter ist. Team Kutubi. Größere Reparatur wird es heute Abend dann im Camp geben. Da haben wir noch mal einen Tag Aufenthalt und da sollte vielleicht so einiges wieder zu reparieren sein. Also dann, Grüße an euch von Franz und Marcel.